Und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Genesis Part 2. Der Morgen danach. Ja, bis jetzt gab es noch keine neuen Patches oder ähnliches. Wir waren ja gestern Abend alle froh, dass es wenigstens jetzt zum Download da war und wir schon mal ein bisschen reinschnuppern konnten. Aber ich habe noch ein paar Einstellungen angepasst jetzt im Nachhinein, weil hier scheint ja alles relativ hoch zu stehen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Auf jeden Fall habe ich die XP-Rate ein bisschen runtergeschraubt, die Sammelrate ein bisschen runtergeschraubt, war alles ein bisschen hoch. Des Weiteren habe ich auch hier Tag und Nacht ein bisschen verändert. Mal gucken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist sehr, sehr lange Tag. Und habe noch ein paar Mods angepasst, nicht angepasst. Wir gucken einfach mal, ob sie funktionieren. Und natürlich auch den Tech-Anzug. Viele werden sich gefragt haben, warum ich den so überhaupt nicht beachtet habe. Weil ich mir noch nicht so im Klaren bin, ob ich den so nutzen will. Auf der anderen Seite hat mir die Möglichkeit, aber ich will mir halt auch nicht den Spielspaß nehmen, indem ich jetzt schon die komplette Map abfliege. Ja, das möchte ich schlichtweg nicht. Von daher müssen wir mal schauen, wie wir das machen, weil ich hätte dann doch lieber einen Flugi dafür. Aber in der Notsituation ist es natürlich toll, wenn man eben mal nach oben ausweichen kann. Ne? Ganz klar, keine Frage. Des Weiteren auch, wenn man mal schneller laufen kann und Co. Also der Tech-Anzug war mir ja von früher schon bekannt. Aber wir müssen halt schauen. Des Weiteren habe ich, wie gesagt, andere Mods drauf gemacht. Besonders die Difficulty 8 Plus. Dadurch bekomme ich ein paar Level mehr. Und auch die Dinos werden, glaube ich, bis Level 240. Man sieht es hier schon. Der Dodo ist 152. Jetzt haben wir hier unten den Trikey. Der ist Level 232. Also ist fast ein Max-Level. Nur noch einen Punkt runter. Und ja, meine Modliste umfasst jetzt quasi die Difficulty 8, die Ultra Stacks, auch wenn da die neuen Ressourcen halt natürlich noch nicht gesteckt werden, aber wenigstens die alten und dadurch auch das Gewicht ein bisschen verringert. Das heißt, wir können ein bisschen mehr tragen. Die Superstructures ist klar. Dann habe ich die Water Zistern. Die Water Zistern, da könnt ihr euch, da könnt ihr euch quasi im Brunnen überall hinsetzen. So sind wir nicht unbedingt daran gebunden, am Wasser zu bauen, obwohl das natürlich meine Lieblingsstelle ist. Und ich finde die Stelle hier für eine Startbase richtig schön eigentlich. Und dann habe ich noch die HG Seedcrafter. Da bin ich mir aber auch noch nicht so schlüssig drüber. Andererseits kann man da halt gewisse Dinge anpflanzen, zum Beispiel auch die schwarze Perle und Elemente und so. Ich weiß aber noch nicht, wie sich's hier verhält, wie viel wir hier davon standardmäßig bekommen. Dann die Echo Primordial Sattels, das sind eigentlich nur ja, schönere Sättel, die werdet ihr wahrscheinlich kennen. Mani Mod Hairstyles für schöne Frisuren. Super Spray Glas, logischerweise kennt ihr auch. Besseres Fernglas. Und die DPS Tranquilizer Sniper Rifle, das ist ja so mein Standardmod. Allerdings habe ich mir da vorgenommen, nur die schwächsten Darts zu nutzen, damit das alles noch ein bisschen grindy bleibt und nicht einen von den starken und der Rex liegt. Ja. So, wir haben uns ja gestern auch noch das Kanu gebaut. Das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Ach so. Oh. Ja. Es ist auf jeden Fall interessant. Hier ist aber kein großer Fisch irgendwie, der uns da gleich wegschnabuliert. Da spawnen gerade ein Haufen Petris. Quietschen hier so. Wow! Da ist der erste Strider. Ah, Junge, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du im Wasser bist. Da kämpfen Schildkröten gegen irgendwas. Wow, die machen auch ganz gut Krach, die Strider, wa? Auf was hackt ihr denn darum? Die könnten wir aber eigentlich. Ah, ein Dilo.
Pixie. Das ist ein Petri-Ei. Oh, hier ist noch ein Dino. Ja, so gefällt mir das schon besser. Ohne Nerdbrille, das finde ich gut. So gefällt mir das eigentlich schon besser, weil dann. Obwohl die Frage ist natürlich, da waren eben zwei Schildkröten, ne? Level 152 und 80. Ich würde mir gerne mal so einen Strider angucken wollen. Mit der Tech-Rüstung können wir auch unendlich lange unter Wasser bleiben. Ich würde nur gerne vielleicht erstmal. Bist du böse? Ich will nur den Zweiter nicht treffen. Okay, also es scheint eine. Nein, da greife ich jetzt nicht an. Du hängst aber auch ganz schön fest, wa? Use Mutagel in last slot to initiate hacking. Required Mutagel 0 von 31. 0 von 49 Missionen. Oh. Text bei der Level 152. Okidoki. Haben wir hier Ölfelsen? Ist das Öl? Ne, ist normaler Fels, oder? Ja, normaler Fels. Schade, hätte er sein können. Egal, nehmen wir mal mit, wir brauchen das. Wow. Hier hat keiner was davon gesagt, dass es Piranhas gibt. Ah. Ah ja, Fallschaden kriegt man auch keinen. Ich weiß gar nicht mehr, wie geht denn der Schlag? Da hinten ist ein Dimetrodon. Das ist so ein Kaulquappenvieh. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Also hier sind eigentlich echt fast alle Viecher vertreten, ne? Wenn wir jetzt das Ei nehmen von dem Petri, da hinten fallen Bäume. Was steht da oben? Steht 125 oder so an der Decke? 124, ja, das sind solche Clustereinheiten. Okay. Mal kurz hier oben gucken. Wie gesagt, ihr braucht nicht fragen, hier, wieso nutzt du denn den Tech-Anzug nicht oder wie auch immer. Ich will ihn halt nicht überfordern. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man da überhaupt kein Element für braucht. Dann würde ich noch sagen, okay. Ist eine feine Sache. Level 96, für den brauchen wir 20 und 31. Oh, wo, Freundchen. Und irgendwie, was ist das jetzt für einer? Der hat vorne, hat der Geschütze drauf? Kann der schießen? Nee. Das ist, glaube ich, so ein Farmstrider. Weiß jetzt aber auch nicht, was der hier ist. Er versucht auf jeden Fall zu klettern. Er sieht aus wie. Alter, du hast Löffel. Hi! Na du, nicht auf dich drauf? Oh. Man kann auf die drauf. Lol. Yeah. Okay.
denn das für Dinger? Dachte, die haben einen eingebauten Quatsch, einen eingebauten einen eingebauten Sattel oder sowas. Wild Text Rider. Aber was die jetzt weil er, sag ich mal, hat ja jetzt diese riesen Ohren, die er wegklappt und hinklappt. Wie gesagt, ich will das nicht zu viel ausnutzen und hier nur die ganze Zeit rumschwimmen. Wow, man schwimmt verdammt schnell. Oh nee. Erstmal hier weg, dass der... Weil sie wird schon pissig genug auf uns sein. Oh oh. Ich hätte nur gerne ein bisschen Chitin, falls wir einen Petri kriegen. Falls wir einen Petri kriegen. Dass wir genug Keratin haben für den Sattel. 33, okay, ja, das finde ich gut. Wo ist denn jetzt mein Boot? Oh, da hinten. Was ist denn dieses runde Ding da? Gab da auch irgendeinen Schlag? Nee. Ah. Okay, unter Wasser geht das nicht. Hätte ja sein können. Die Ente, wie sie aussieht. Paddel, 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 paddel. Oh, 102. Ui, ui, ui. Lass mich doch alle in Ruhe. Okay, sehr cool. Das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben schon wieder 12 Minuten rum und ich habe nur hier rumge. Habe nur meine Möglichkeiten entdeckt, aber nun gut. Auch die wollen entdeckt werden. So. 150 lasse ich jetzt erstmal beim Schatten. Ach, das ist eins von diesen Kaulquappen-Dingern. Okay. Du bist auch immer noch hier. Du kannst es nicht lassen, oder? Oh. Mal schauen, wir düsen mal weiter auf unserer Erkundungstour. Wir müssen auch mal gucken, ob wir irgendwo ein bisschen Metall und sowas kriegen. Also, Da stand halten für Option. Ich habe natürlich drauf gedrückt. Ich habe nicht gesehen, dass es heilen, aber. Obwohl ich glaube, es wird auch langsam dunkel. Aber das sieht schön aus hier mit den Seerosen überall, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir gerade auf einem Raumschiff sind und durchs All fliegen. Es wird dunkel. Wir schwimmen erstmal nach Hause. Das Kanu kann man ja angeblich auch wieder einpacken, ne? Das finde ich auch nicht schlecht. Allerdings hat es natürlich auch ein entsprechendes Gewicht. Ob der nur mal da rauskommt. Muss entweder mehr nach rechts oder mehr nach links gehen. Da wirst du nicht hochkommen. So, aber wir fahren nun jetzt erstmal nach Hause.
Asaria. Guck mal hier, wie schön unsere Hütte, ey. Wie schön sie von Weitem schon leuchtet. Oh. Was sind das denn? Was sind das, diese Kaulquappen? Was ist da unten? Wow! Das sind Perlen! Also aus der First Person ist es unangenehm. Was passiert da? Ich weiß gerade nicht, ob es gesund ist, jetzt hochzufliegen. Oder gibt das Raumschiff nur gerade Gas? Bin mir noch nicht so sicher. Aber es ist ja doch. Die Ringe stehen ja quer zum. Die Ringe stehen ja quer zum. Hör mal, Freunde. Aua. Nein, du spuckst. Aua. Drei Stück. Ich brauche unbedingt Metallwerkzeug. Und neue Speere. Was ich hier jetzt gar nicht mehr gesehen habe, was gestern hier die ganze Zeit rumlief. Jetzt haben wir nur die Standardtiere. Hier diese Mehlwings. Davon ist jetzt gar keiner mehr hier. Zurzeit. Ah, du bist so ein Vieh. Diplokaulus, genau. Diplokaulus. Wir haben ja Megalotheros im Hof, alles klar. Ja, gut. Das teilen wir langsam mal auf. Wir müssten ja langsam auch mal aufhören, hier alles zu begaffen und zu bestaunen. Das packen wir mal rüber. Das haben wir. Wir haben ganze 19 Metall. Aber 103. 103 weiße Perlen. Immerhin, also Siliziumperlen. Ah, es regnet wieder. Können wir hier schon rausnehmen alles. Packen wir hier mal rein. Und ich vergammelt das recht schnell. Das Ei kommt hier noch rein. Dodele. Ja, ich würde sagen, läuft. Könnte schlimmer sein. Die Hälfte hiervon packen wir ja auch mal rein. Ich nehme nicht so gerne so viel Fleisch mit. Beere muss ich mir bauen.
Die Brille kann man da nicht draufziehen. Dann tun wir die mal hier rein. So, der Morgen bricht an. Und der Schub scheint auch vorbei zu sein. Das ist nur interessant, weil man jetzt diesen Ventilator gar nicht mehr sieht, oder? Nee. Oder sieht man das nur nachts? Das war auf jeden Fall interessant. Na, mal abwarten. So, wir brauchen unbedingt Metall. Obwohl, da werden wir wahrscheinlich 5 für reichen, aber nun ja. Noch ein bisschen schneller rennen können, obwohl mit dem Tech-Anzug kann man eh schnell rennen. Das bleibt halt, das ist alles hinfällig. Eigentlich braucht man keine Dinos mehr. Eigentlich braucht man gar nichts mehr durch diesen Tech-Anzug. Finde ich ein bisschen meh. Oh, erst einen, okay. Brauchen wir hier noch Holz drin? Oh ja. Hier brauchen wir noch Holz drin. Und ja, die sammeln jetzt hoffentlich bald. Gut, dann noch die Teile, 5 Stück. Das ist halt das Angenehme an der S-Plus-Mod. Man muss nicht die ganze Zeit das Zeug zusammenraffen, auch wenn man es manchmal vergisst. Die. Warum kann ich die nicht reparieren? Jetzt wird es gepult. Und die noch reparieren? Radialmenü. Ah, okay. So, dann sind wir jetzt wieder gut aufgestellt. Jetzt wollen wir, dass das gleich vergammelt. Achso, ich wollte noch mal probieren, wie das ist, das Boot einzupacken. Obwohl ich es eigentlich ganz idyllisch finde, wenn das hier draußen so steht. So, wir brauchen echt Ressourcen, ne? Aber wir können immerhin schon mal eine Smithy bauen. Wir haben kein Holz. Nee, wir haben kein. Oh, wir haben kein Holz. Mal eben kurz Holz holen. Ja, also man bekommt ja so schon genug Holz. Boah, hier ist doch schon wieder so eine Nervensäge. Wow. Kann ich es ja nicht nutzen, ne? Wo bist denn du? Der Pfeil hatte doch getroffen. Sollte vielleicht auch mal die Schadenszahlen anmachen. Hier liegt alles voller Perlen, ey. Wert deppert. Also, wir haben kein Perlenproblem.
definitiv nicht. So. Mal kurz ins Center setzen, das noch ein bisschen hier rumschippern. So. Abreißen, Option, Pickup. Ah ja, okay, nice. Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz idyllisch, wenn es da ist. So, jetzt gehen wir gleich aber erstmal auf die Suche. Oh, auf die Suche. Wir brauchen unbedingt auch hier. Ah, die Narkofalle habe ich noch gar nicht gelernt, glaube ich. Oder doch, jetzt durchs automatische Freischalten haben wir die bestimmt schon. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier so wichtig ist, so viel Resistenz zu leveln. Also, mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass es irgendwie sehr kalt werden würde oder dass es irgendein. Also die Biome, da scheint es tatsächlich nicht sehr viele von zu geben. So, jetzt sollten wir aber erstmal noch die Smithy bauen können. Ja, sehr cool. So. Können wir jetzt die ganzen Sachen schon mal reintun? Wie schaut's denn aus? Hier brauchen wir nämlich nur eine für. Dass wir uns die schon mal herstellen. Da brauchen wir 8, 10. Aber dass wir wenigstens schon mal eine Metallspitzhacke haben. Juhu! Und die mal über Bord werfen. Sauerstoff müssen wir eigentlich auch nicht. Ja gut, wir haben ja nicht immer, also dieser Tech-Anzug hat zwar den Vorteil, dass er alles kann, aber er hat halt echt null Rüstung. Ja. 0,0 Rüstung hat der. Das ist jetzt nicht wirklich viel. So, das packen wir auch mal alles raus. Kommt noch hier rein. So. Dann warten wir noch einen Moment, dass wir vielleicht ein paar. Sag hallo. Hör mal, Überlebender! Ja, was denn? Jetzt haben wir 300. Überlebender, hier ist alles, was ich habe. Was ist das? 20 Enquim-Punkte. Aha. Man kann sich hier Engrams kaufen. Okay, das finde ich gut. Dann kann man hier sich noch den Biopod. Ein Element. Das finde ich nicht schlecht, weil dafür, das können wir uns kaufen für einen Croplot. Um Element dann anzu. Komm bald wieder. Ja. Finde ich nicht schlecht, um unsere Samen anzusehen irgendwann. Natürlich ganz leicht gemacht, aber ich mag das auf diese Art. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir das nächste Mal auf die Suche nach Metall und sowas. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Also das hier war auf jeden Fall schon mal interessant, was wir da in der Nacht gesehen haben, dass da dieser große Ventilator war. Ich bin gespannt. Irgendwas hat das doch zu bedeuten, ne? Na, mal abwarten. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.